Ah, du bist endlich da. Gut, dann können wir ja weitermachen. Heute stelle ich dir noch mehr Zeitmanagement-Tipps vor. Tipps Nummer 11 bis 15. Falls du an Tipps Nummer 1 bis 10 interessiert bist, dann besuche authenticgermanlearning.com/Zeit. Auf geht's! Lass uns keine Zeit verschwenden. Oh mein Gott, das ist so toll, das ist so geil. Ich klappe. Fühlt sich einfach richtig toll an hier. Tipp Nummer 11. Nutze deine Stärken und deine Leidenschaften. Mache das, worin du besser bist als andere und was dir Spaß macht. Dann wirst du viel effektiver an diesen Aufgaben arbeiten und du nutzt deine Stärken. Tipp Nummer 12. Erledige die gleichen oder ähnliche Aufgaben an einem einzigen Wochentag oder in einer Arbeitseinheit. Ja, auf Englisch würde man sagen, batch your work. Ja, ich mache diese Videos und um diese Videos zu machen, muss ich mehrere Dinge erledigen. Ich muss das Transkript schreiben, ich muss das Video bearbeiten, ich muss es hochladen und all sowas. Und ich versuche, diese Tätigkeiten zu bündeln. Ja? Ich versuche erstmal all die Transkripte zu machen und danach all die Bearbeitung und danach alle zusammen hochzuladen. Ja? Das ist, was ich versuche und dadurch kann ich mich mehr auf die Tätigkeit konzentrieren, weil die Tätigkeit immer dieselbe ist oder ähnlich. Tipp Nummer 13. Wenn du etwas erledigen musst, was weniger als 5 Minuten dauert, dann mache es sofort. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ja? Wenn es eine kleine Tätigkeit ist, dann mach es einfach gleich und dann hast du es hinter dir und es sind so oder so nur 5 Minuten. Ja? Die kann man schnell irgendwo unterbringen und dann brauchst du dich nicht mehr darum kümmern, diese Tätigkeit in der Zukunft zu erledigen. Tipp Nummer 14. Dies ist ein sehr wichtiger Tipp, meiner Meinung nach. Investiere die ersten 60 Minuten deines Tages in Rituale, die deinen Körper und Geist stärken. Was meine ich damit? Nun, ich gebe dir ein Beispiel. Ich stehe morgens auf, dann mache ich einen Spaziergang. Das belebt meinen Körper und meinen Geist. Dann lese ich für 15 Minuten. Dann meditiere ich. Dann schreibe ich Tagebuch. Und schließlich höre ich motivierende und inspirierende Tonaufzeichnungen und Lieder. Tipp Nummer 15. Bei Produktivität geht es nicht um Zeit, sondern um Energie und Konzentration. Das ist sehr wichtig. Wenn du keine Energie hast und keine Konzentration, dann hilft dir auch alle Zeit der Welt nicht. Ich hoffe, du fandest diese 15 Tipps nützlich. Mir haben sie sehr geholfen. Ich habe ein paar Buchempfehlungen. Also die Tipps habe ich aus diesem Buch, 15 Secret Successful People Know About Time Management, also 15 Geheimnisse, die erfolgreiche Menschen über Zeitmanagement wissen. Ja,
Die Links sind alle unten in der Beschreibung. In diesem Buch geht es darum, die wichtigste Aufgabe zu finden, ja? Die eine Sache, the one thing. Wenn du deine wichtigste Aufgabe gefunden hast, dann ist es wie ein Dominostein. Es ist ein kleiner Dominostein, der all die größeren Dominosteine umwirft. Wenn du deine wichtigste Aufgabe erledigst, dann macht es all deine Aufgaben einfacher oder unnötig. Und um dieses Thema geht es in diesem Buch. Und schließlich kann ich dieses Buch empfehlen, The Miracle Morning, der Wundermorgen. In diesem Buch geht es darum, die ersten 60 Minuten deines Tages sinnvoll zu nutzen. Die Links sind, wie gesagt, alle unten in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du fandest es hilfreich. Ich hoffe, du fandest es inspirierend. Und ich hoffe, du hast ein paar Dinge gelernt, die dir helfen, deine Zeit besser zu nutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis morgen. Ein Hinweis zum Schluss. Bist du immer noch von der deutschen Sprache frustriert? Wünschest du, du könntest unterwegs Deutsch lernen? Nun, ich habe ein E-Buch geschrieben, um dir auf humorvolle Art und Weise Deutsch beizubringen. Also kein Stress mehr, keine langweiligen Grammatikregeln auswendig lernen. Dieses E-Buch erklärt dir die deutsche Grammatik mit dem Humor von Mark Twain, eines der besten Humoristen, die es jemals gab. Ja, dies ist das E-Buch und es gibt dazu auch ein Hörbuch. Das sind über 6 Stunden Hörvergnügen und so kannst du unterwegs Deutsch lernen. Du kannst ganz viel lachen, ja, du kannst viel entspannter Deutsch lernen. Also da rate ich dir sehr, das hier mal dir zu besorgen. Und du findest das auf meiner Webseite direkt, Authentic German Learning. Das ist direkt im Menü. Und ich denke, damit wirst du ganz viel Spaß haben. Und ich habe auch schon Feedback für dieses E-Buch bekommen und für das Hörbuch. Und die Leute finden es einfach fantastisch. Deswegen möchte ich, dass du dieses E-Buch auch bekommen kannst. Okay? Mach's gut und bis morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen.